Karten aufzudecken oder die ihn nackt auf dem Tisch ausstrecken konnten. Deshalb hatte er sich instinktiv in einen Kokon eingesponnen. Er hatte es verstanden, sich mit einer Aura des Respekts zu umgeben. Es war ihm gelungen, sich in ein Geheimnis zu hüllen. Und es muss gesagt werden, dass er damit eine Entsprechung in seiner Umgebung fand. Denn der ekstatische Ort Nuoro brauchte Idole, wie übrigens alle sardischen Dörfer. Und indem sie zu dem Sohn Don Sebastianus standen, hatten die Nuoresen das Gefühl, sich selbst zu adeln. Als er noch ein Junge war, gab es in Orotelli einen gewissen Don Antioco Mores, einen alten Doktor der Rechte, der wie üblich von der Verpachtung seiner Weiden lebte. Stets in seine Gedanken versunken, sofern er welche hatte, hatte er als junger Mann zwei Zeitschriften abonniert, eine deutsche und eine englische. Seit 20 Jahren brachte sie ihm der Landbote getreulich jeden Monat und er stapelte sie ungeöffnet in seinem Zimmer. Aber die Orotilesen, denen der Landbote diese seltsamen Briefmarken zeigte, die aus fernen Welten oder einfacher aus der Welt kamen, hatten vom Doktor eine hohe Meinung und brachten ihn in den Ruf, die Sprachen zu beherrschen, was der Gipfel der Gelehrsamkeit ist.